Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Wir machen heute in diesem Video ein Update von unserem Topfgarten und vom 1 Euro Blumenkistel, denn es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Erdgeflüster. Schaut euch einmal unseren Topfgarten an. Hier die Süßkartoffel, die wuchert überall hin. Schon bei dieser Pflanze ist sie oben. Dann der Schnittlauch gedeiht richtig gut. Den habe ich schon sicher 4-mal geerntet, ganz abgeschnitten. Die Petersilie gedeiht gut. Und hier in der Mitte die Tomate, die ist echt der Hammer. Hier haben wir wirklich schon so viel geerntet. Da unten fängt die erste Rispe an. Die nächste 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann habe ich den Hauptstamm hier hinübergeleitet und den Seitentrieb, der sich da gebildet hat, habe ich einfach hier entlang geleitet. Und er trägt auch schon. Das schaut richtig süß aus. Und der milde Spiral gedeiht fabelhaft in dem Topf, obwohl der Topf gar nicht groß ist. Hier genauso auf dieser Seite. Da in der Mitte ist noch das Basilikum. Das habe ich auch schon ein paar Mal abgeschnitten. Und hier habe ich die blaue Blume, die Lobelie, auch gekürzt. Die wird jetzt dann wieder austreiben. Und die Erdbeeren, die fangen jetzt wieder ein bisschen an zu treiben. Da habe ich die Schirchenblätter weggeschnitten. Und hier dieser Stock, der bekommt schon wieder Blüten. Von der Tomatenpflanze entferne ich jetzt die Blätter, denn die sind eh schon gelb geworden, die braucht die Pflanze nicht mehr. Die werden einfach abgeknipst. Und vom milden Spiral, die Pfefferoni kann man auch schon ernten und die kann man sauer einlegen. Das schmeckt richtig gut und er ist ja total mild, er ist nicht scharf. Hier seht ihr das 1 Euro Blumenkistel und hat es sich nicht richtig prächtig entwickelt. So richtig lang ist das Pfennigkraut hinuntergewachsen und ich habe es jetzt nur ein bisschen herbstlich dekoriert, denn die Dagetes, die haben ein bisschen nachgelassen. Sie haben zwar schon schön geblüht, aber es kommt fast nichts Neues nach. Dieses Blumenkistel mit dem Pfennigkraut lasse ich über den Winter ja im Freien. Und wenn es nicht ganz austrocknet, kommt es ja im Frühjahr wieder. Und ich habe wieder das schöne Blumenkistel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott. Ich hoffe, das Video hat... Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.